Dominik Kaczynski von CapTrader, ich begrüße Sie recht herzlich zum heutigen Webinar und es ist wieder soweit. Es ist uns eine sehr große Freude, die One and Only Mario Lüdemann begrüßen zu dürfen. Black Bull Award Träger, Trader des Jahres und heute natürlich der große Marktausblick. Dann keine Zeit verlieren. Mario, du hörst mich auch? Ja, ich höre dich laut und deutlich. Vielen Dank und herzlich willkommen in die Runde. Ja, dann teile mal deinen Bildschirm. Und wir machen allgemein den Ausblick gleich und danach gehen wir auf Ihre Fragen ein. Also schreiben Sie ruhig die Ticker an rein in die Fragen, die Sie gerne hätten oder die einzelnen Fragen. Sobald Mario mit dem normalen Teil, mit dem allgemeinen Teil durch ist, werden wir die Fragerunde beginnen. Perfekt. Ich hoffe, Bildschirm ist sichtbar. Und dann würde ich sagen, können wir auch sofort loslegen. Ja, perfekt. Du bist zu sehen. Oben sogar mit Kamera. Alles klar. Ja, ich bin leise. Perfekt. Bis später. Super. Danke dir. Ja. Wir sind in einer spannenden Marktphase. Vor zwei Wochen, das habe ich gestern schon in meinem Wochenausblick kurz angesprochen, haben wir getitelt, keine neuen Shorts mehr. Und wenn wir uns das im Chart anschauen, dann war es genau hier der Freitag und hier der Montag und es hat wieder optimal vom Timing gepasst. Warum das so ist, warum das Timing oft so gut ist bei uns, werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Und das gilt nicht nur für den S&P 500, auch für den Nasdaq und auch für den DAX. Also der hat wirklich in allen Märkten gleichzeitig ist der Markt nach oben gedreht. Und deswegen ist es so wichtig, dass man als Trader unabhängige Analysen macht. Warum sage ich das so und betone es auch so? Weil die Mehrzahl der Menschen, die sich auch mit dem Markt beschäftigen und wenn man so ein bisschen bei YouTube guckt, da gab es solche Sprüche wie, wer long geht, ist selber schuld und solche Dinge. Und das ist eben ein großes Problem, wenn man zu viel auf verschiedenen Kanälen rumschaut, dann wird man unsicher bei dem, was man macht. Und mein Ziel ist es immer, dass jeder Trader autark wird. Also das heißt wirklich genau wie ich selber unabhängig seine Entscheidungen trifft. Das ist auch das Ziel unserer Ausbildung immer, dass jeder Trader am Ende des Tages frei entscheiden kann. Weil das ist am Ende des Tages das, was uns hilft. Wenn wir immer nach links und rechts schauen, wird es natürlich schwierig. Ich weiß, jetzt grabe ich mir selber das Wasser hier an dieser Stelle ab, weil ich sage ja, ihr sollt autark werden. Das ist natürlich auch ein Weg. Mir ist nur wichtig, dass ihr wirklich lernt, Stück für Stück unabhängig zu werden. Und wenn wir das erreichen, dann ist das eigentlich perfekt. So, dann schauen wir doch auch mal auf den Markt. Was ist allgemein passiert? Es hat sich nämlich recht viel getan, seit ich wieder zurück bin. Ich war ja einige Tage im Urlaub gewesen und wir haben es hier schon gesehen, wir hatten hier so einen Abwärtstrend, der dann aber schon gebrochen wurde. Und das ist etwas, was auch viele häufig falsch einzeichnen. Deswegen zeige ich das hier auch nochmal an der Stelle und sage, ja, aber das funktioniert doch gar nicht, weil hier gab es doch ein Abwärtstrend und hier ist das Ganze höher. Deswegen fängt das Problem eigentlich schon an beim Einzeichnen häufig. Ich will auch gar nicht so tief drauf eingehen. Also das heißt, wenn man anfängt zu schauen, wie ist der Trend, dann schaut man sich einfach den Trend an, der gerade funktioniert. Und das ist eben genau dieser, den wir hier haben. Der Markt ist sehr runtergefallen, hier herauf. Und dann, wie gesagt, hier kam genau das Video vor zwei Wochen. Könnt ihr bei uns auf dem YouTube-Kanal sehen, keine neuen Shorts mehr. So, was danach passiert ist, ist der Markt ist hier doch relativ stark bergauf gelaufen in den letzten Tagen. Wenn wir uns das anschauen, vom Tief zum Hoch, 10% im Nasdaq und DAX sah es ähnlich aus. Was Sie jetzt hier sehen, ist, dass erstmal dieser Abwärtstrend, den es gegeben hat, dieser ist gebrochen. Das heißt, der Markt ist hier hochgelaufen und man sieht hier schon an dieser Stelle, der Markt ist da drüber und bewegt sich jetzt halt auch tatsächlich genau an dieser Ausbruchsmarke. Das lässt vermuten, dass der Markt von hier aus Chancen hat, tatsächlich Richtung 200-Tage-Linie zu laufen. Ich sage immer Richtung 200-Tage-Linie, weil wir haben hier natürlich noch ein altes Hoch sitzen und hier ist die 200-Tage-Linie, das liegt ziemlich dicht zusammen, nur 1%. Das heißt, wenn der Markt hier in diesem Bereich vorstößt, ist es das, was das wahrscheinlichste Szenario aus meiner Sicht momentan ist. Immer in Anführungszeichen, wenn politisch irgendetwas passiert, was nicht vorher ersichtlich war, beispielsweise wir verzichten freiwillig auf Öl und Gas aus Russland oder der Hahn wird abgedreht, dann werden wir auf jeden Fall wieder auf Tauchstation gehen. Aber wenn da jetzt von außen nichts großartig kommt, dann stehen die Chancen einfach gut, dass es weiter Richtung 200-Tage-Linie geht. So, das ist erstmal für die Analyse ganz wichtig, weil dann entscheidet man sich ja auch, wie möchte ich denn damit umgehen? Also wie möchte ich denn tatsächlich nachher handeln? Möchte ich vielleicht long gehen, short gehen oder gegebenenfalls auch mich marktneutral positionieren, was ja auch häufig wirklich eher sinnig ist.
Werfen wir mal einen Blick auf den Nasdaq Index und hier ist es fast identisch mit dem S&P 500. Auch hier hat es diese schöne Abwärtsbewegung gegeben, die man sehr gut handeln konnte, zumindest nachdem wir hier den Durchbruch durch die 200-Tage-Linie gehabt haben. Und auch hier ist es am Ende des Tages so, dass man hier nicht zu dem alten Tief hier zeichnen muss, sondern muss hier wirklich ganz runter zu den tiefsten Punkten, denn wir haben ja im Anschluss auch wieder hier diese Bewegung nach oben gehabt und dann ging der Markt dann hier kontinuierlich dann hier herunter und das kann man hier auch ganz gut sehen. So, dann von hier aus nochmal hier hoch und nochmal ein Tief. Und hier ist es dann genauso zum Trendbruch gekommen, wie wir das gerade auch im S&P 500 gesehen haben. Und das ist immer das erste Zeichen dafür, dass Shorts keinen Sinn mehr ergeben, neue Shorts aufzumachen. Bestehende Shorts lasse ich natürlich laufen. Das wissen alle die von euch natürlich, die bei uns in der Ausbildung waren oder den Screening-Dienst abonniert haben, dass wir natürlich unsere Shorts offen lassen. Warum? Weil wir eben zwar keinen reinen Shortmarkt mehr haben, aber wir uns zwischenzeitlich neutral positionieren. Was das bedeutet, komme ich gleich noch drauf. Also auch hier ganz klar, der Abwärtstrend ist gebrochen. Wir sind im neutralen Bereich. Ich werde jetzt keine großen neuen Shorts aufmachen, es sei denn, es kommt nachrichtengetrieben etwas, was ich vorhin schon zum S&P gesagt habe. Aber auch hier besteht jetzt wirklich die gute Chance, dass der Markt sich von hier aus erst einmal wieder erholt. Werfen wir einen Blick auf den DAX und der sieht seit Wochen eigentlich schon viel, viel besser aus als der amerikanische Markt, zumindest den ersten Anschein nach. Wir haben von den Tiefs uns doch deutlich, deutlich erholt. Wenn wir uns das anschauen, hier in der Spitze fast 20%. Aktuell, wenn wir es hier mal so ein bisschen rüberziehen, sind wir immer noch bei 16%. Also das ist wirklich extremst gut. Aber, und das ist jetzt von der technischen Seite her wichtig, der Markt hat hier, nachdem hier dieses Doppelhoch entstanden ist, ist er ja hier so langsam heruntergekommen und dann haben wir hier diese extrem starke Abwärtsbewegung gesehen. So, und jetzt sieht man, der Markt hat es noch nicht geschafft, diesen Trendbruch zu vollziehen, den wir im S&P 500 hatten, den wir im Nasdaq hatten, hat aber dafür die 200-Tage-Linie genau im Blick. Und das ist auch das, was ich gestern schon kurz angesprochen habe. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach groß, wenn der amerikanische Markt jetzt tatsächlich Richtung 200-Tage-Linie hochläuft, dass wir auch hier die Chance haben, die 200-Tage-Linie nicht nur anzugreifen, sondern relativ schnell zu überwinden. Wenn das gelingt, haben wir tatsächlich die Chance, dass der Markt sich hier erholt. Warum? Die Statistik sagt ganz klar, wenn ein Markt überhalb der 200-Tage-Linie sich befindet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass wir hier kontinuierlich auf der Long-Seite Gewinne machen. Zusätzlich ist, wenn wir uns die Volatilität anschauen, und das macht ihr ja wahrscheinlich auch regelmäßig, wenn nicht, solltet ihr euch auf jeden Fall mit diesem Thema auch auseinandersetzen, sehen wir hier, dass die Vola aktuell bei 23,88 steht. So, das ist deutlich, deutlich niedriger als das, was wir in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Da waren wir schon bei 30 und höher. Das heißt, wir sind hier locker 20% und mehr schon in der Volatilität zurückgekommen. Wenn wir es schaffen, unter 20 zu kommen, sagt man, wir haben ein Marktumfeld, das extrem positiv ist, wo wir wenig Absicherungsbedarf haben von institutioneller Seite, aber auch von privaten, so dass die Wahrscheinlichkeit für steigende Kurse einfach deutlich größer ist. So, das heißt, wir sind noch nicht in diesem Safe-Bereich. Das ist eben das, was ich ja vorhin schon sagte. Wir sind eher neutral aufgestellt. Das heißt, für den Aktienbereich, entweder man sollte gar nicht in einem solchen Marktumfeld handeln, zumindest nicht, wenn man nicht hundertprozentig weiß, was man tut. Dann sollte man sowieso grundsätzlich nicht handeln. Das geht so ein bisschen in die Richtung, was ich oft sage. Es ist halt besser, in Demo zu handeln oder mit kleinem Risiko, bis man denn erfolgreich ist. Oder man sucht sich Unterstützung von außen, die einem helfen, schnell erfolgreich zu werden, wie auch immer. Weil die Marktsituation ist nicht ganz so easy, wie jetzt tatsächlich ist. Also wenn ich sage, naja, man konnte das vor 2 Wochen absehen, dann liegt das eben daran, dass wir uns verschiedenste Indikationen im Markt anschauen. Ich rede nicht von Indikatoren im Chart, sondern verschiedene Indikationen, die wir auch in unseren Ausbildungen eben zeigen. Da geht es darum, wie ist der Fee and Greed Index, wie ist das Put-Call-Ratio, wie sieht die Volatilität aus und, weil daraus lässt sich, was habt ihr gesehen, taggenau oder mit einem Verzug von vielleicht maximal 48 Stunden ziemlich genau sagen, wann eine
technische Gegenbewegung ansteht. Und wenn man sieht, dass diese technischen Gegenbewegungen dann mal locker 10% sind, dann wisst ihr, warum wir es schaffen, kontinuierlich Geld an den Märkten zu verdienen. Das heißt nicht, dass man dann 10% macht in dieser Zeit. Das wäre ja Quatsch, weil wir kommen natürlich auch nicht an der tiefsten Stelle rein und an der höchsten Stelle raus, auch wenn das schön wäre. Aber wenn man davon einige Prozentpunkte mitnehmen könnte, wäre das super. Und ich greife mal so ein bisschen vor. Wir haben ja gleich noch im Anschluss das Infowebinar zur Trader-Ausbildung. Wenn ihr da Lust habt, werde ich ganz am Ende auch den Link hier noch reinposten. Könnt ihr euch noch anmelden für heute Abend 19.30 Uhr. Weil es geht am Ende des Tages ja darum, wir wollen als Trader kontinuierlich Geld an den Märkten verdienen. Und ich werde oft gefragt, naja, wie viel Performance kann man denn so machen? Und dafür ist die Aktienauswahl, der Screening-Prozess halt wichtig. Das besprechen wir jetzt ja auch gleich, wenn wir uns die Märkte angeschaut haben. Erstmal muss man wissen, in welchem Markt will ich denn überhaupt handeln? Macht es überhaupt Sinn, dort zu handeln? Das sind die ersten Dinge, die wir uns immer anschauen. Und darüber hinaus suchen wir uns dann die Aktien raus, die gut aussehen, um dann dem Ziel nahe zu kommen, ja, in der Woche 1% Performance zu erzielen und das mit einem Zeitaufwand von, ich sag mal, ja, eine Stunde am Tag, wenn man es denn so ausdrücken möchte. So, das bedeutet, dann müsste man ja im Monat 4% Performance machen, ohne Hebelprodukte übrigens, also wirklich rein, wenn wir mit Aktien handeln. Und wir hatten im letzten Monat beispielsweise 5% Performance gehabt. Das werden wir heute Abend dann auch im Infowebinar nochmal mit dem Auszug auch zeigen. Wir haben jetzt in diesem Monat auch schon wieder knapp oder um die 4%. Das ist natürlich dem geschuldet, dass der Markt jetzt genau in die Richtung gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Das heißt, erst die Analyse, was wir jetzt gemacht haben, im zweiten Step dann natürlich, wenn wir wissen, wie der Markt aussieht, uns dann auf einzelne Aktien fokussieren. Im Moment ist es allerdings wichtig, sich das große Bild auch anzuschauen. Also es reicht aus meiner Sicht im Moment nicht nur aus, auf die verschiedenen Indizes zu schauen, sondern man sollte sich auf jeden Fall auch den Zinsmarkt anschauen, auch den Euro-US-Dollar, weil das schon wichtig ist in der jetzigen Marktphase, in der wir uns befinden. Denn wir sind im Bereich der Zinserhöhungen unterwegs. Das habt ihr sicherlich alle schon mitbekommen. Ihr werdet wahrscheinlich noch mehr Nachrichten lesen, vielleicht als ich das mache. Und in den USA ist es schon, weiß es jeder, dass die Zinsen sind gestiegen und werden auch weiter steigen. In Deutschland sind wir da noch ziemlich am Anfang und deswegen zeige ich euch jetzt mal den Bund Future. So, und ich bin auch hier short im Bund Future schon seit einiger Zeit und das ist der Zinsmarkt. Das heißt, wenn die Zinsen ansteigen, also der Zinsbereich, das sieht man bei Hypothekenzinsen beispielsweise. Wir waren noch vor 3 Monaten, als wir uns das erste Mal wieder mit Immobilien beschäftigt haben, da war der Zinssatz noch kleiner als 1%. So, das heißt, man konnte da noch Zinsen für unter 1% für Immobilien bekommen. Als wir jetzt vor 3-4 Wochen uns eine neue Immobilie angeschaut haben, die wir auch nicht gekauft haben, da war der Zinssatz schon bei 2,75% gewesen. Und ich glaube, jetzt haben wir zum Teil sogar schon 3%, je nach Bank. Das heißt, wir haben eine Verdreifachung der Zinsen. So, und das war halt abzusehen, dass wir das natürlich in Deutschland genauso sehen werden wie in den USA. Und da schaut euch mal an, was das bedeutet, wenn man hier diese Bewegung, und wir reden mal nur von dem Bereich unter der 200-Tage-Linie, weil das gehört zu meinem Trading-Stil, ich würde niemals unterhalb der 200-Tage-Linie long gehen. Und wenn man jetzt hier irgendwo unter dem Tief short gegangen wäre, so wie wir das hier typischerweise machen, dann wäre das bei 163 ungefähr gewesen. Wir sind jetzt bei 148. Das sind 15 Punkte. 15 Punkte, das ist richtig viel Geld, weil jede Nachkommastelle, die zweite Kommastelle hinter dem Komma, 10 Euro sind. So, also kann man sich also leicht vorstellen, das sind schon 1.000 Euro bei einem Punkt mal 15. So, das sind 15.000 Euro, die man mal eben gerade mitgenommen hat, nur weil man nur auf eines technisches Detail geachtet hat. Erstens, in den USA steigen die Zinsen, das heißt, der Bund Future wird fallen. Das haben wir interpretiert, auch hier schon gesehen, dass es so passiert ist. Und dann hätte man hier wirklich sehr schön diese Reise nach unten mitnehmen können. Das ist jetzt wieder für mich kein Trading mehr. Das ist ja hier schon im Rahmen meiner verschiedenen Investmentstrategien, die ich nutze, aber trotzdem für euch als Trader dann natürlich trotzdem ein Punkt, der besonders spannend ist. Und das sollte man sich halt immer anschauen. Denn es ist halt Geld, was man einfach mal eben so fix mitnehmen kann, nur weil man da gerade drauf geschaut hat. Ähnlich ist es mit dem Euro-US-Dollar. Das habe ich ja auch in den letzten Monaten immer wieder auch angesprochen. Ich nehme gerade die Zeichnungen raus. Auch da war eigentlich klar, aufgrund der Zinsdifferenzen, dass es nur eine Richtung gibt für den Euro. Der Euro wird schwächer und der Dollar wird stärker. Und man konnte das wirklich sehr gut viele Wochen lang
machen. Das ist das Schöne auch bei CapTrader. Man kann einfach, ohne dass man jetzt großartig Devisenhandel betreibt, einfach seine Euro-Positionen in Dollar tauschen. Und somit hat man am Ende des Tages hier einfach mal locker eine Performance von 10% auch auf dem Weg nach unten mitgenommen. Wir haben einen Teil der Positionen glattgestellt, ungefähr 70%, als wir hier den Trend durchbrochen hatten. Warum nicht alles? Gute Frage. Am Ende des Tages liegt es natürlich daran, dass wir auch sehr viele Positionen in US-Dollar handeln und deswegen wollen wir natürlich auch US-Dollar in unserem Depot auch haben. Das heißt, den größten Teil haben wir glattgestellt, ungefähr 70%, den Rest halten wir halt immer noch, weil wir das eben brauchen, weil wir eben entsprechende Positionen hier haben. Also da sieht man schon, wie einfach es eigentlich ist, wenn man so ein bisschen auch auf der Investmentseite schaut, das Ganze zu einem großen Bild macht. Wenn man das jetzt mal zusammenfasst, kann man relativ easy eigentlich sagen, dass das Marktfeld passt. Wenn man jetzt noch Öl dazu nimmt, und da nehme ich jetzt mal beispielsweise den USO, ist ein ETF, den jeder auch handeln kann. Auch da hatten wir hier diese Position ja gehabt, die fast jeder auch hoffentlich gehandelt hat, als die Krise in der Ukraine gekommen ist. Dann haben wir eine schöne Konsolidierung gehabt, wo auch wir dann rausgekommen sind aus dem Öl, sind also auch nicht hier zum Hoch rausgekommen, das wäre sehr schön gewesen, das war nicht der Fall. Haben jetzt aber wieder neue Positionen aufgemacht, das hatten wir auch schon in den letzten Wochenausblicken immer wieder mal thematisiert, wenn der Markt hier aus diesem Dreieck herausbricht oder man hätte es auch hier über die Hochs zeichnen können, das ist eigentlich vollkommen egal. Naja, und dann hätte man schon wieder mal eben locker 7-8% in den letzten 3 Wochen mitnehmen können. Also das ist meine Art des Handelns, viele von euch wissen das, das Makrobild ist gerade in den letzten Jahren immer mehr in den Fokus beim Investment, auch bei mir geraten, aber man kann es natürlich auch entsprechend als Trader nutzen, wenn man sagt, naja, es lohnt sich für mich mal so 5% am Stück mitzunehmen mit einem relativ einfachen Trade, von dem man weiß, naja, das muss ja kommen, das ist so ähnlich, wie wir hervorsehen konnten eigentlich, dass Rüstungsaktien steigen, weil wenn wir halt sagen, Deutschland gibt halt 100 Milliarden mehr für Rüstung aus, dann ist es halt klar, dass diese Aktien auch profitieren. Das heißt, wenn wir es zusammenfassen, Deutschland ist noch im Abwärtstrend, was Aktien angeht, weil dieser noch nicht gebrochen ist. Wir sind aber ziemlich dicht an der 200-Tage-Linie dran. S&P und Nasdaq haben ihren Abwärtstrend schon gebrochen, sind aber relativ weit noch von der 200-Tage-Linie entfernt. Volatilität geht weiter zurück. Heißt, es macht eigentlich noch keinen wirklichen Sinn, großartige Long-Positionen aufzubauen. Es macht aber auch keinen Sinn, in diesem Umfeld Short-Positionen aufzubauen. Heißt, wir könnten entweder hier an dieser Stelle Schluss machen und allgemeine Fragen besprechen oder das, was wir jetzt gerade machen und worüber wir auch gleich im Infowebinar zur Trader-Ausbildung sprechen, dass es eben darum geht, eine marktneutrale Haltung einzunehmen. Ich glaube, das nutzen wir vielleicht auch in den nächsten 40 Minuten, dass wir einfach Aktien besprechen, die euch auch interessieren, weil wir tatsächlich in der Situation sind, dass wir starke Long-Aktien auch zurzeit im Portfolio haben und auf der anderen Seite eben auch sehr schwache Titel auf der Short-Seite gerade nutzen. Wir haben beispielsweise Exxon auf der Long-Seite, was extrem gut funktioniert hat, also auch ein Trade, der dafür mitgesorgt hat, dass wir in den letzten Tagen eine so starke Performance von 4% hinlegen konnten. Ja, also das so zum Marktumfeld. Also es ist für Anfänger ein sicherlich schwieriges Marktumfeld. Es ist aber eigentlich ein ideales Marktumfeld, gerade wenn man mit Trading dabei ist, weil ihr könnt so unfassbar viel innerhalb weniger Wochen lernen. Wir haben, als ich angefangen habe zu traden, ist das, was wir jetzt haben, darauf musste ich 3,5 Jahre warten, in ein solches Szenario zu kommen, was so anspruchsvoll war wie jetzt die letzten Wochen, die wir hatten, weil das war, ich habe angefangen 96, eigentlich mit großem Geld erst 98 und Ende 2000 kam dann erst der Crash, so, und dann musste ich in 2001 wirklich lernen, wie funktioniert ein Crash, wie kann ich davon profitieren, wie kann ich auch in solchen Phasen kontinuierlich im Idealfall ohne Hebel 1% pro Woche bekommen. Man kann auch noch mehr machen, wenn man Bock hat, mehr Zeit zu investieren. Da bin ich ehrlich, das habe ich heute nicht mehr, weil auch die Summen, mit denen ich agiere, natürlich heute deutlich größer sind als noch vor über 20 Jahren. Mein Ziel ist es so 2-3 Stunden am Tag. Damit muss das Thema für mich dann erledigt sein. Und die meisten privaten Kunden, die wir betreuen, immerhin sind es im Jahr ungefähr 3.500. Deren Ziel ist eben auch nicht 3-4 Stunden am Tag, sondern im Regelfall, naja, 30 bis 60 Minuten und dann ist das Ziel 1% pro Woche eigentlich schon sehr, sehr gut und auch ambitioniert.
Ja, das erstmal zum großen Marktausblick. Dann würde ich fast sagen, gehen wir jetzt in die Fragerunde über, wenn ihr Aktien habt, wo ihr sagt, yo, die interessieren mich, da würde ich gerne wissen, was ist deine Meinung, Mario? Dann werde ich das gerne, wenn ihr allgemeine Fragen habt, dann auch gerne bei Aktien bitte, gebt sofort das Kürzel mit an, das spart Zeit auf unserer Seite, sodass wir möglichst viele Fragen auch in den nächsten 40 Minuten beantworten können. Ja, dann nimm mal einen ordentlichen Schluck, Mario. Und du hast ja schon zum Euro, US-Dollar hast du ein paar Worte verloren. Ist tatsächlich noch mal eine Frage zum Währungspaar. Und der Christian fragt, US-Dollar-Yen ist gerade sehr stark. Wird es damit so weitergehen? Also, um das gleich dazu zu sagen, US-Dollar-Yen, da muss ich sogar fragen, da habe ich ja sogar hier. Währungen sind grundsätzlich erstmal nicht so mein Spezialgebiet. Ich finde, das darf man auch ruhig sagen. Also technisch ist es natürlich relativ easy immer zu sagen. Und wenn ich mir das anschaue hier, was man hier sieht, dann muss man ganz klar sagen, das sieht perfekt aus und ich würde auch weiterhin erstmal auf steigende Kurse setzen. Weil der Dollar ist halt im Moment eine extremst starke Währung. Wir haben es ja vorhin gesagt, der Euro gegen US-Dollar, da hat man halt gesehen, dass der Euro eigentlich schon seit anderthalb Jahren sehr schwach ist. Es war auch sehr einfach herzuleiten. Wir haben ja eine kleine Mastermind mit 10 Teilnehmern. Da haben wir das schon vor anderthalb Jahren besprochen, weil es eigentlich sehr, sehr einfach war aufgrund der Zinsdifferenzen, die es im Markt gibt. So, und hier ist es im Prinzip so, wir haben hier einen super sauberen Trend. Ich zeige den jetzt mal nur ganz, ganz grob ein, aber damit das sehr einfach ist, für euch, ich muss mal gerade gucken, welches hoch jetzt höher ist, das sieht etwas höher aus, so, dann hier runter und dann hier hoch. Wir haben halt einen sauberen Trend. Was keinen Sinn macht, ist jetzt einfach hier auf diesen Trend hier oben einfach drauf zu springen, ne? Weil es wird natürlich irgendwann eine Korrektur geben, aber wenn man jetzt eine Korrektur abwartet, das wird am Ende des Tages dann Sinn ergeben, dann in so eine solche Position hineinzugehen. Ich bin ja ein Freund, Währungen im Tageschart zu handeln, das macht natürlich nicht jeder. Das hängt am Ende des Tages ja auch immer ein bisschen von der Kontogröße ab. Aber es ist halt der Handel, der aus meiner Sicht deswegen der profitabelste ist, weil man eigentlich ganz, ganz selten ausgestoppt wird. Und das ist mental sehr einfach und man verdient halt mittelfristig eine extrem gute Rendite. Der Jens hat eine Frage zu einem Schwergewicht, fängt mit A an, AMZN. Der Klassiker, was sagst du denn zu Amazon? Ja, Amazon ist ja eine Aktie, die war in den letzten Wochen wirklich ja sehr viel in aller Munde gewesen. Aktien-Split stand an, was ja eigentlich dafür steht, dass die Aktie eigentlich steigen sollte. Tut sie auch. Der Punkt ist nur, der Aktien-Split ist sehr früh bekannt gegeben worden. Im Regelfall ist es so, dass Aktiensplits in den letzten Jahren eigentlich immer so 2, maximal 3 Wochen vorher bekannt gegeben wurden. Hier war es schon sehr, sehr früh in einer sehr unglücklichen Marktphase. Also das Timing war wirklich alles andere als gut von Amazon, mitten in der Krise in einen Aktiensplit zu gehen. Das, was dann passiert ist, hat man hier gesehen. Die Aktie ist von 170 hier runter auf 102 gefallen. Das ist natürlich schon, wenn man sich das anschaut, gut $60 hier verloren. Jetzt nach dem Split hat die Aktie natürlich gute Chancen, das teilweise dann eben nachzuholen. Ich finde es auch super spannend, weil das Geschäftsmodell von Amazon ist sehr gut. Ich versuche mich davon zwar nicht beeinflussen zu lassen, aber man kann es ja gar nicht anders, weil man kauft ja bei, oder wir kaufen bei Amazon natürlich auch regelmäßig alles, was fürs Büro ist und sonstige Dinge. Rein technisch gesehen ist es auch hier so, das kann man ja auch sehr einfach sehen, habt ihr wahrscheinlich auch schon. Es gab hier halt diese Bewegung nach unten, so massiv, dann hier so ein Doppeltief und hier gab es dann diesen sogenannten Trendbruch. Das heißt, hier war vollkommen klar, nach diesem starken Abverkauf, dann stand eben der Aktiensplit an, dass der Markt hier einfach weiter zieht. So, und das sieht jetzt nicht so viel aus, aber es sind immerhin auch hier mal eben 10% von hier vom Ausbruch bis hier in die Spitze. Das heißt, das sind einfach Dinge, wenn man darauf fokussiert ist, News zu traden, dann ist es halt total einfach, solche Dinge dann auch mitzunehmen. Jetzt im Moment ist es halt so, ich würde die Aktie halt nicht shorten wollen, weil wir eben wie die großen Indizes im neutralen Bereich uns gerade befinden. Wir haben aber auch keinen Aufwärtstrend. Das heißt, als Investor finde ich es halt immer spannend, solche Aktien zu kaufen. Wenn wir uns mal anschauen, von wo die Aktie kommt, da sehen wir schon, da ist schon ein bisschen was nach unten gewesen. Das ist eine andere Geschichte, aber als Trader ist mir die Dynamik tatsächlich
zu wenig, als dass ich hier im Moment in die Long-Seite springen möchte, in die Aktie. Aber das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich halt sehr, sehr ungern Aktien long trade, also wir reden jetzt rein vom Trading, nicht vom Investment, die so wie hier so massiv unter Druck geraten sind. Das ist manchmal suboptimal, diese Einstellung, weil natürlich manchmal diese gefallenen Engel sehr schnell auch nach oben schießen können. Damit kann ich aber gut umgehen, weil ich eben die gesamte Zeit immer auf der Long-Seite nur Aktien hatte, die sehr stark waren. Und ich bleibe auch dabei, ich kaufe am liebsten Aktien, die stark sind, wenn ich auf der Long-Seite bin, und ich shorte halt Aktien, die auf der Short-Seite sich anbieten. Also wenn hier eine Amazon hier halt runterfällt, dann möchte ich die halt lieber short traden, als dass ich die Long im Depot habe. Deswegen viel erzählt, und wichtig ist aber nur, dass ihr die Denkweise auch vielleicht so ein bisschen versteht, wie wir agieren, warum wir es schaffen, kontinuierlich in jeder Marktphase Geld zu verdienen. Das liegt einfach daran, dass wir immer in solchen Phasen, wo der Markt fällt, eigentlich nur short sind, in Marktphasen, wo es nur steigt, nur long sind, und in diesen Phasen, wo es so lala ist, versuchen wir halt, uns neutral zu positionieren. Und die Amazon-Aktie ist als reine Trader-Aktie zu stark, um short zu gehen, und zu schwach, um long zu gehen. So, das ist so auf den Punkt. Als Investor, wie gesagt, ist es anders, wenn ich für mein Langfristportfolio Positionen kaufen möchte, wie eine Amazon, wie eine Google, wie eine Apple, dann kaufe ich die auf dem Weg nach unten und da warte ich nicht darauf, dass markttechnisch sich irgendwas bewegt. Aber das ist auch ein anderes Thema und passt auch heute nicht zum Marktausblick. Aber das ist dann nochmal ein anderer Ansatz, und dann macht man halt darüber halt seine 20%, 30%, 40% im Jahr. Aber das ist auch mit anderen Schmerzen verbunden als im Trading, weil da hat man keinen Stop und so. Das ist dann schon mal noch mal eine ganz andere Hausnummer. Ticker, der nächste Ticker, und zwar DDOG. DDOG, also Data ja. Softwareunternehmen für Cloud-Anwendungen. Der Christian fragt, Turnaround oder vorsichtig sein? Es ist auf jeden Fall viel Momentum dabei. Ja, die Aktie hat halt, wenn man sich das anschaut, die hat mal locker bis zu $30 gemacht, was ja, wenn man von dem Niveau ausgeht, hier unten von unter 85, das ist halt wirklich extrem stark sich vom Boden abgesetzt. Das ist auch das, was ich gerade schon gesagt habe, wenn Aktien stark gefallen sind, neigen sie natürlich dazu, starke technische Gegenbewegungen zu machen. Jetzt müssen wir nur mal ehrlich sein, wer kam auf die Idee, unten long zu gehen? Das sind wahrscheinlich die wenigsten Trader. Wenn man es einer gemacht hat, perfekt, gutes Timing bewiesen. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich immer das Wunschdenken, dass man hier an so einer Stelle unten reinkommt und dann diese 40% mitnimmt. Die Wahrheit ist, und ich sage das immer wieder, wir haben jedes Jahr mehr als 3000 Teilnehmern in den Ausbildungen bei uns. Wir sehen wirklich extrem viele Charts von unseren Kunden, gerade die auch in der Jahresausbildung sind. Das macht fast kein Mensch, also kriegt das hier unten mit und steigt hier oben aus. Die Probleme, die nämlich auftreten, ist, man weiß gar nicht, wo unten ist. Das hätte hier die ganze Zeit passieren können. Und auf der anderen Seite kriegt man auch selten 40% dann am Stück, sondern man steigt dann schon nach 5%, 6%, 7%, 8% aus. Würde ich die Aktie jetzt kaufen wollen? Ich habe es vorhin schon fast bei Amazon beantwortet. Die Aktie ist tatsächlich für mich persönlich, und das liegt immer daran, was habt ihr für einen Handelsplan? Für mich ist die Aktie für Long zu früh und für Short zu spät. Das ist immer der Punkt. Das heißt, ich bleibe dabei, auch wenn die Aktie 40% jetzt gemacht hat, ich kaufe ungern Aktien, die nicht sauber nach oben laufen. Und da die Aktie bisher eigentlich bis auf letzte Woche jetzt nur nach unten gelaufen ist, ist die Aktie für mich eher eine neutrale Position und keine Long und schon gar nicht Short. Also ich bleibe draußen aus so einem Wert. Und der Arne, der hat hier Fragen zu einem Schweizer Wert, und zwar CS, also Credit Suisse. Da gibt's ja Gerüchte, und zwar um den CEO-Abgang und die Übernahme. Angeblich will ja Will State Street die Credit Suisse übernehmen für 9 Rappen. Nee, Rappen sind das ja nicht, Franken. Sorry dafür. Aber die Credit Suisse, die ist ja jahrelang, geht's ja nur abwärts. Trauriges Chartbild. Ja, also wenn man sich das anschaut, noch krasser ist es eigentlich immer, wenn man sich so ganz langfristige Charts anschaut, wo die Aktie hergekommen ist. Das hier sind übrigens Missprints, also da ist nicht so viel Bewegung an einem Tag. Also es ist schon krass, wenn man sich anschaut, was da wirklich passiert ist in einer solchen Aktie. Aber das kennen wir, in Deutschland haben wir das auch gehabt mit der Commerzbank mal, ihr erinnert euch, die ist auch mal zu einem Penny-Stock verfallen, also ist unter 1 Euro gefallen. Es sieht gerade nicht danach aus, als wenn es eine Übernahme für 9
Franken gibt, wenn man mal, oder 9 Dollar gibt, wenn man sich das mal so anschaut hier im Chartbild. Weil normalerweise, das haben wir ja gesehen, als die Nachricht rausgekommen ist von Elon Musk, er will Twitter kaufen, da konnte man 10% in 2 Handelstagen einstecken. Das hier sieht nicht danach aus. Also ich tue mich tatsächlich schwer, solche Aktien zu kaufen. Also wenn ich als News Trader handle, das ist ja etwas, was ich sehr viel mache, dann gucke ich natürlich auf die News und dann schaue ich auf den Chart. Und wenn der Chart mir was anderes sagt als das, was in der News steht, dann ehrlich gesagt glaube ich immer nur die Hälfte von dem, was ich gerade gelesen habe. Weil wenn es ein Übernahmegerücht für 9 gibt, dann ist eigentlich nicht zu erklären, warum wir bei unter 7 stehen. So, und das ist immer so das Ding, wo ich einfach immer super vorsichtig bin, warum ich solche Gerüchte nicht kaufe, wenn der Chart es nicht hergibt. Wenn es anders wäre, und das ist auch das, was wir ja oft auch besprechen bei uns in den Calls, dann ist es was anderes. Aber wenn ich hier das nicht sehe, dann passt der Chart nicht zur Nachricht, weil das große Geld am Ende des Tages hat das ja auch gelesen. So, und wenn das sich nicht im Kurs widerspiegelt, dann würde ich halt persönlich sagen, ist mir zu spekulativ, als dass ich da das hart verdiente Geld drauf einsetzen würde. Ja, ein Wert von mir, und zwar habe ich gestern mal mit einem Kunden telefoniert und da meinte zu mir der Ticker ARCH, also Arch, ARCH, Arch Resources, das wäre die Aktie schlechthin, ist ein Kohle. Bergbauunternehmen und da meinte, das ist die stärkste Aktie, die er überhaupt kennt. Was sagst du dazu? Erstmal, wir hatten ja vorhin die Aktie, die wir uns vorhin angeschaut haben, habe ich eigentlich immer ähnlich argumentiert. Entweder kauft man was richtig Schwaches oder man kauft was richtig Starkes. Hier muss man sagen, die Aktie ist eben eher besonders stark. Ne? Also wir sind in einem Abwärtstrend in den großen Indizes und die Aktie hat sich in den letzten Wochen eigentlich immer weiter nach oben entwickelt. Und zwar hat die sich verdoppelt seit Jahresanfang, wenn man das mal so ganz grob nimmt. Was auch nicht ungewöhnlich ist, deswegen habe ich auch gesagt, dass dieses Jahr zu traden gar nicht so schwer war, wie sich das manche immer sagen. Ich weiß noch, als wir das letzte Infowebinar zur Trader-Ausbildung im Februar gemacht hatten, da waren wir gut 20% vorne gewesen. Ich habe das heute noch gesehen, als ich meine Präsentation fertig gemacht habe, weil man solche Marktsituationen sehr gut einschätzen kann, also welche Bereiche, welche Branchen gut funktionieren. Hier kann man ganz klar sagen, die Aktie gehört eben tatsächlich zu dem stärksten, was wir im Markt haben. Es gibt schon noch ein paar, die noch stärker zumindest aussehen. Heißt nicht, dass die fundamental nicht so sind, aber wenn man sich das anschaut hier, der Markt geht hier rauf, geht hier nochmal runter, hat hier nochmal ein neues Hoch markiert. So, und jetzt ist halt der spannende Punkt am Ende des Tages, schafft die Aktie hier ein neues Hoch? Wenn ja, finde ich, ist es eine gute Möglichkeit einzusteigen. Die hat hier ziemlich gut konsolidiert. Wenn man sich das anschaut, hier so die Unterseite bei 150, auf der Oberseite bei 180, das ist schon eine ziemliche Spanne. Wenn sie da ausbricht, das nennt man auch Schiebezone, diesen Bereich, das müsst ihr euch wie so ein Sprungbrett vorstellen. Wenn es da rausgeht, gibt es meistens einen Riesenschwung nach oben. Also auch ohne, dass ich die Geschichte dahinter kenne, kann man eigentlich sehr gut sagen, okay, das ist eigentlich ein Beispiel dafür, wenn ich ein marktneutrales Portfolio aufbaue, dann würde ich halt solche Aktien drin haben. Denn die Aktie, selbst wenn einem Aktienmarkt fällt, weil die Krise weitergeht, dann wird es eher ein Profiteur sein. Das heißt, es wird hier weiter nach oben gehen. Und wenn der Markt aber so lala läuft, dann wird die Aktie auch nicht in sich zusammenbrechen. Und deswegen ist das eben das Geschickte im Handel. Und das ist eben das, was wir eben immer wieder und immer wieder auch in den Ausbildungen besprechen. Ihr müsst in der Lage sein, die Marktsituation genau einzuschätzen. Nicht in einem reinen Longmarkt, dann haben da Shorts nichts verloren. In einem reinen Shortmarkt haben Longs nichts verloren. Und in einem Marktumfeld wie jetzt handle ich entweder gar nicht, weil ich nicht weiß, wie es funktioniert, oder ich keine Performance zurzeit machen kann, was gar nicht schlimm ist, dann bleibt man an der Seitenlinie stehen oder man positioniert sich so, dass man die Stories, die dahinter sind, nutzt, um damit wirklich kontinuierlich Woche für Woche Performance auf die Schiene zu bringen. Also finde ich gut, die Aktie. Ja, dann haben wir eine Zwischenfrage von Marc und zwar diesmal jetzt keine Aktie, sondern ja, ab und zu gibt es solche Fragen. Hallo Mario, wie schätzt du die morgige Zinsentscheidung der EZB ein? Wird es 0,5% sein oder mehr? Und wie ist deine Einschätzung zur Reaktion der Märkte? Oftmals hört man ja von Tradern, who cares? Ne? Was sagst du? Also
Ehrlich gesagt ist mir das vollkommen egal, was der Markt macht, weil ich habe ja meine Positionen im Markt liegen und ich werde aufgrund von einer Zinsentscheidung meine Position nie aus dem Markt nehmen, weil die Stops sind so groß, weil die Volatilität so hoch ist. Das heißt, im Tageschart wird da wahrscheinlich nicht viel passieren. Aber wenn wir den DAX uns heute anschauen und das im Vergleich zum S&P 500 beispielsweise oder zum Nasdaq, dann muss man schon sagen, wenn wir uns den Nasdaq anschauen, der ist so, ja, ein bisschen im Minus zu gestern. Aber wenn wir uns den DAX anschauen, sehen wir schon, da ist schon ein bisschen Schwäche im Vorfeld zum Zinsentscheid. So, und ich glaube aber, dass schon extremst viel eingepreist ist auch im Markt. Und die Frage, die ich mir einfach nur stelle, ist hat es Auswirkungen, wenn ich jetzt weiß, wie der Zinsmarkt entscheidet? Nein, weiß ich nicht, weil ich weiß nicht, wie der Markt sich positioniert hat, wie das große Geld im Markt liegt. Das ist ein Punkt, den eben viele Trader am Anfang immer noch vom Kopf her nicht ideal lösen. Weil wenn ihr euch vorher Gedanken macht, dann positioniert ihr euch entsprechend. Und wenn jetzt der Markt doch anders reagiert, dann müsst ihr schnell Positionen drehen. Das ist schwierig, weil gerade wenn der Zinsentscheid kommt, das Volumen sehr niedrig ist und. Ich mache das eher umgekehrt. Ich warte eher darauf, auf den Zinsentscheid, auch auf das, was dann in den Nachrichten anschließend kommt, in den Pressekonferenzen, und springe dann auf die Marktphase auf, die sich dann ergibt. Das heißt, ich bin ein News-Trader, der tatsächlich sich anschaut, wie die News vom Markt aufgenommen wird und handelt dann. Weil dann kommt die Liquidität wieder in den Markt zurück und dann ist es viel, viel einfacher, als Day-Trader zu agieren. Wie gesagt, als Tag-Stunden-Händler ist mir ganz egal, welche Notenbank was sagt, weil der Markt hat das vorher eh schon eingepreist. Also es passiert gar nichts an den Notenbanken, dass die etwas machen, was der Markt nicht vorher schon spürt. Und wir wissen, dass es morgen eine Zinsanhebung gibt. Ich gehe nochmal hier wieder gerne auf den Bund Future zurück, wo wir alleine in den letzten Handelstagen hier auf dem Weg nach unten, wenn ihr mal schaut, alleine in den letzten 5, 6 Handelstagen 4.000 Euro verdienen konnten, nur weil wir wissen, dass wir steigende Zinsen bekommen. Also da mache ich mir keine Gedanken drüber, ob jetzt 0,25 oder 0,5% kommen und ob ich mit einer Aktie jetzt daran profitieren kann. Nein, die Frage, die ihr euch stellen müsst, warum habt ihr das nicht eigentlich schon vor Tagen, wo ihr wusstet, dass eine Zinsentscheid kommt und dass wir steigende Zinsen bekommen, nicht darauf gesetzt, dass der Zinsmarkt darauf reagiert. Und das ist immer der Punkt. Ihr müsst euch die richtigen Fragen stellen. Manchmal ist nur das Problem, dass man die richtigen Fragen nicht weiß und deswegen sind so Gruppen eigentlich immer ganz gut, so wie jetzt hier beispielsweise oder bei uns in der Auswählung, wo man eben diese Fragen halt klären kann. Wie kann man solche Dinge eben nutzen als Investor, als Trader oder wie auch immer. Also wie gesagt, mir ist es am Ende vollkommen egal. 0,25, denke ich, ist sicherlich der für den Markt angenehmere Schritt. Aber wenn es 0,5% sind, ja, dann sei es drum, dann wird der Markt halt auch darauf reagieren und wir werden dann morgen sehen, wie viel Geld sich dann verdienen lässt, aber dann eben im Daytrading. Ja, ne, wie sagt man, ob ein Mensch weise ist, erkennt man an seinen Fragen. Die Sabine fragt nach dem Ticker PYPL, PayPal. Der ist ja sowas von gefallen, der Wert. Die Chinesen setzen ihm auch zu mit Alipay. Was denkst du? Gibt's da irgendwie Hoffnung oder ist das... Ja, also für mich eine super Aktie als Investment tatsächlich, aber wie gesagt, wir reden ja hier nicht über Investment, sondern über Trading und am Ende hat sich hier nicht viel getan, wenn man sich das anschaut, wir hatten das ja vorher schon mal hier eingezeichnet gehabt, nicht diesmal, sondern bei einem der letzten Male. Man sieht hier, die Aktie ist hier in einem Abwärtstrend, die ist hier bis in den Bereich von 70 gefallen, das sieht man hier ganz gut, 71,83. Hat sich jetzt davon natürlich auch wieder 20% erholen können. Aber der Trend abwärts ist halt noch intakt. So, das darf man halt nicht vergessen. Und die spannende Frage ist dann tatsächlich an so einer Stelle, möchte ich dann in einer solchen Marktphase long gehen? Und als Trader muss ich ganz klar sagen, nein, im Gegenteil. Ich würde mir sogar eher, wenn es nochmal einen richtig schwachen Tag gibt und der Markt schnell nach unten rutscht, die PayPal-Aktie eher wieder auf die Short-Seite springen. Aber wenn die Aktie den Trend bricht, das heißt, dass sie hier oberhalb der 94, 95 Dollar ist, dann ist das Short-Szenario auch vom Tisch für mich, weil auch hier, wie in den großen Märkten auch, wir dann in eine neutrale Position kommen. Also ihr seht schon,
Es schlagen immer zwei Herzen in meiner Brust. Das kenne ich eigentlich gar nicht, weil ich bis vor 10 Jahren kein Investment betrieben habe. Das ist erst in den letzten gut 10 Jahren gekommen. Als Investor finde ich, ist es eine coole Aktie zu einem guten Preis, als die Aktie in dem Bereich 80, 85 gefallen ist. Ich würde die Aktie auch bei 50 noch kaufen. Also ich würde als Investor keinen Stop dahinter setzen, weil das Unternehmen sieht erstmal sehr gut aus. Nichtsdestotrotz, man muss dann auch viele Investmentaktien haben, weil natürlich auch trotzdem kann mal irgendetwas schieflaufen bei so einem Wert. Aber grundsätzlich als Trader ist mir die Aktie viel, viel zu schwach, um long zu gehen. Also wenn überhaupt short. Ja, dann haben wir genau das Gegenteil vom Boris, und zwar XOM, also Exxon. Da wünscht sich der ein oder andere bestimmt investiert zu sein. Hätte man da mal, als das Öl so unten war, 2020, hätte man da investiert, dann hätte man jetzt eine Dividendenrendite von über 10%. Ja, das ist das eine, da sprechen wir wieder die Investoren, ne? Sprichst du gerade an, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, aber eben auch als Trader. Also die bei uns aus den Ausbildungen kommen, die haben im Prinzip alle Exxon zumindest gewusst, dass diese Aktie steigt, und wir haben sie auch im Rahmen unseres Screening-Dienstes schon seit Wochen drinne. Warum? Exxon, wie auch alle anderen Anbieter, die in diesem Bereich sind, und vielleicht erinnert ihr euch, ich habe vor knapp 3 Monaten ein Interview an der Frankfurter Börse gegeben, da ging es darum, was sind die Zukunftsbranchen der nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre, und natürlich will dann immer jeder hören, ja, natürlich ist das erneuerbare Energien, aber am Ende des Tages ist es natürlich Blödsinn. Natürlich wird das auf Sicht von 10 Jahren sicherlich ein Riesenmarkt werden und, aber das Geld, machen wir uns nichts vor, wird wo verdient momentan? In Öl, in Waffen und in Atomkraft oder auch Kohle, was wir vorhin gesehen haben. So, das ist zwar nicht beliebt, muss man auch Bock drauf haben, sich hinzustellen vor den Leuten und das zu sagen, aber am Ende des Tages wird damit das Geld verdient. Und man muss sich halt als Trader und Investor entscheiden, will ich das handeln oder will ich das nicht handeln? Wenn einer sagt, nee, das will ich nicht handeln, dann ist das ja vollkommen legitim. Nur wenn ich Geld verdienen will, dann muss ich halt auf die Märkte gehen, die gerade nach vorne gehen. Und das Interview findet ihr auch bei mir im YouTube-Kanal. Das ist nicht das letzte Interview von der Frankfurter Börse, sondern das, was von davor war. Vielleicht poste ich es auch gleich nochmal kurz den Link rein. Das sind die Branchen, die laufen. Und das ist auch der Grund, warum ich immer sage, der Screening-Prozess ist so extremst wichtig. Ihr müsst lernen, im Screening-Prozess wirklich gut zu werden, weil dann kommt ihr automatisch genau auf solche Werte, die eben so gut performen. Und ja, ich würde auf jeden Fall long dabei bleiben. Ich bin auch long drinne. Wir haben da gestern schon bei kleine Konten drüber gesprochen, weil da auch die Frage kam, wo bin ich eingestiegen? Und der Einstieg war genau hier, über diesem Bereich, und das ist dann schon echt schön. Wir hatten auch vorher diese Bewegung schon nach oben mitgenommen gehabt, und jetzt noch einmal wieder. Also ja, Ölwerte machen einfach im Moment extremst viel Sinn. Warum? Weil es gibt halt keine Alternativen. Das ist am Ende des Tages das Ding, und Öl, da kann man einfach im Moment so, so viel Geld mit verdienen. Das ist so ähnlich wie vorhin die Aktie, die du hattest, ARCH, was eben dann in einem anderen Bereich sehr stark war. Wenn ihr das für euch nutzt, solche Dinge, also das Branchenrotation, all diese Dinge, ich weiß, dass das alles irgendwie Arbeit ist und man sich drum kümmern muss, aber Screening-Prozess ist halt einfach total super. Und wenn ihr sagt, ihr könnt es, dann ist das perfekt. Und wenn ihr noch nicht fit da drin seid, dann solltet ihr euch fit machen. Und das ist eigentlich das, was am Ende des Tages wirklich, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist. Die richtige Auswahl, das heißt der Screening-Prozess, das richtige Setup zu finden, um dann tatsächlich in solche Werte auch reinzugehen. Weil damit werdet ihr langfristig viel Geld verdienen. Und es geht gar nicht nur um diese Aktie, sondern es ist überhaupt der gesamte Markt, der zurzeit da ist, der wirklich so super eigentlich zu handeln ist und wo man wirklich nur jedem raten kann, schaut euch doch wirklich Ölaktien an, weil das funktioniert halt im Moment wirklich extremst gut, und deswegen würde ich das auch auf jeden Fall nutzen. Ja, ESG wird ja sehr gepusht, der Zeitgeist, aber ich wette, wenn du 2 Videos machst, einmal mit Öl und Gas, einmal mit ESG, hast bestimmt 10-mal mehr Klicks bei Öl und Gas. Ja, und ist so. Also zu der Sache mit dem Screening, du bist uns noch den Link schuldig, oder kannst du mal auf deine Webseite kurz gehen, oder machen wir das im Anschluss? Hatte ich auch eine Zwischenfrage. Zum Screening? 1930, genau. Ja, genau, den mache ich euch gerade rein. Gib mir einfach gerade eine Minute, dann kann ich den Link gerade reinposten. Alles gut.
So, zack, und einfügen. Und nicht nur an Organisatoren, sondern an alle. Muss ich dann auf CapTrader-Webinar? Nee, auf wen muss ich dann gehen? Unten Schieß mal los. Also wenn es nur bei mir ankommt, dann zeige ich das nochmal. Ist ja kein Ding. Ja, okay, perfekt. Dann gehe ich auf Senden. Ist wahrscheinlich nur an dich gegangen. Ich schaue gleich mal. Bisher habe ich noch gar nichts, aber kommt der gleich. Oder hast du schon losgeschickt? Ja, habe ich schon, habe ich reingemacht. Deswegen wundere ich mich, dass sonst gehe ich nochmal auf Einfügen. Und nur an Organisatoren, achso, das war nur Organisationen und Diskussionsteilnehmer. Ich mache nochmal CapTrader-Webinar. Ich weiß nicht, welche, wo ich es hinsetzen muss. Ja, machen wir an beide. Ja, ich mache mal an beide. Also eigentlich hätte ich gedacht, dass du die siehst, weil ich habe ja auch nur die Chat-Funktion. Okay, vielleicht, ich krieg's raus, pass auf, bei der nächsten. Machen wir mit dem nächsten Wert weiter. Ja. Ich suche den mal raus. Und zwar der Ticker EOG Resources, also EOG Resources. Auch ein Öl- Moment, und Gasförderer. EOG. EOG, genau. Da fragt, noch einsteigen oder nicht? Ich habe den Namen ja, leider. Ja, also ganz ehrlich, also ich würde jetzt nicht heute einsteigen. Ne? Also wenn wir darüber reden, über einsteigen, heißt das immer nicht hier an dieser Stelle, sondern wenn der Markt in die Korrektur geht oder die Aktie in die Korrektur geht. Also so viel traue ich euch zu, dass ihr das technisch alles so umsetzt. Also es macht halt keinen Sinn, weil mit jedem Tag, wo es weiter bergauf geht, die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur größer wird. Aber dann im Rücklauf in so eine Position reinzugehen, macht halt Sinn, weil wir sind wieder in dem gleichen Bereich, den wir gerade gesagt haben. Da muss man am Ende des Tages tatsächlich rein in solche Positionen. Das nützt halt alles gar nichts. Die Frage, die man sich dann immer noch stellt, ist, warum habt ihr das nicht schon früher gemacht? Das ist dann immer noch das andere Ding. Aber grundsätzlich, ja, auf jeden Fall, das ist gerade eine Branche, ich wiederhole mich da auch, die im Moment wirklich extremst gut ist und die man auch auf jeden Fall nutzen sollte. Wie weit es geht, weiß übrigens keiner. Also irgendwann wird es natürlich nicht mehr funktionieren, aber im Moment würde ich das halt auf jeden Fall mitnehmen. Die Dagmar fragt nach dem Ticker PXD. Kannst du nochmal bitte sagen, ich bin gerade ein LKW vorbeigefahren. Ja klar, Paula Xaver Dora, PXD. Ich meine auch PXD. Gleicher Bereich wie der Öl und Gas, dem ich mal Pioneer Natural Resources. Ja, genau. Also eigentlich auch idealer Wert. Ne? Hier zum Beispiel, wenn wir jetzt über das Hochlaufen, Ausbruchsmarke und dann einfach das Ganze nutzen. Es macht einfach so unfassbar viel Sinn, in solchen Aktien zurzeit drinnen zu sein, weil es gibt halt so viele, die im Moment eben nicht genau wissen, wie läuft der Markt. Alle haben Angst vor Ölembargo und. Und da wäre ich einfach immer dabei, jetzt auf solche Werte zu setzen. Wie gesagt, man weiß nicht, wie lange das funktioniert, aber am Ende des Tages würde ich das auf jeden Fall immer versuchen. Dagmar weiß das ja auch. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man ein R verliert. Das ist alles. Mehr kann nicht passieren. Also man kann nur mal einmal sein Risiko verlieren. Wenn ihr mal 100 Euro Risiko habt, dann ist das eben so. Aber irgendwann, die Wahrscheinlichkeit ist einfach groß, dass solche Werte immer weiter steigen, weil sonst wäre Apple und Amazon niemals so groß geworden. Ne? Dann haben wir mal einen deutschen Wert von der Katja. AIXA, der Ticker. AIXA, genau. Und sie fragt, long zu spät? Fragezeichen. Warum zeigt der AIX nicht an? Das ist eine gute Frage. Ich gebe es nochmal ein. Ah, nee, du musst noch eine A dahinter. AIXA. Dann kommt auch AIX dran raus. So, ja, auch, da sieht man schon, also wir haben uns mit dem Thema beschäftigt, nachdem die Aktie über die 200-Tage-Linie gegangen ist und hier den ersten Ausbruch gemacht hat, da haben wir schon gesagt, die Aktie ist cool. Dann hier die Korrektur, wieder raufgelaufen, nochmal hier die Korrektur gemacht und seitdem kennt die Aktie eigentlich diesen Weg nach oben, macht jetzt hier gerade eine kleine Korrektur. Es ist eben auch ein Problem bei vielen in den Köpfen, dieses es ist zu spät. Nein, es ist nie zu spät, eine Aktie zu nehmen, die gut im Trend läuft. Es ist nur dumm, nicht drauf zu springen, um zu sagen, oh, die ist ja schon so weit gelaufen. Na klar, wäre es besser gewesen, man wäre hier schon eingestiegen, als die Aktie noch so bei 22 war. Da hätte man nämlich jetzt schon 5 Dollar oder in dem Fall 5 Euro mitgenommen, was immerhin 20% sind. Da muss man sich halt fragen, warum hat man das nicht gemacht? Die Antwort ist sehr einfach, weil der Markt in einem Abwärtstrend war und die meisten Angst hatten, long zu gehen.
Ganz klare Sache. Aber jetzt, wo es sich entspannt und man sich das anschaut, die Aktie sieht halt gut aus und wäre für mich halt ein Kandidat, wo ich sage, okay, wenn ich eine marktneutrale Position eingehen wollte, kurze Korrektur, gefällt mir, würde ich nehmen. So, dann der Klassiker. Patrick fragt, was hältst du im Moment von chinesischen Aktien? JD, Baba, Baidu, also JD mal stellvertretend. Was hältst du von chinesischen Aktien? Und du sagst dann, nee, auf die KP ja, vertraue ich nicht. Ja, du hast die Antwort eigentlich schon gegeben. Ich würde grundsätzlich tatsächlich keine japanischen Aktien kaufen. Habe ich auch noch nie wirklich. Ausnahme war tatsächlich 99, 2000. Da habe ich, glaube ich, wie fast alle die zur Zeit in der New Economy alles gehandelt, wo Volatilität drin war, weil da waren die Positionsgrößen halt irgendwie 10, 15, 20.000 Euro. Und wenn es dann schief geht, dann machst du halt einen Haken dran. Ehrlich gesagt habe ich nicht sehr viel Vertrauen in dieses ganze chinesische System. Da wird mir viel zu viel politisch Einfluss genommen. Wenn ich in China investieren möchte, dann kaufe ich tatsächlich, obwohl ich ein riesen Gegner eigentlich bin im Investment, was Fonds angeht, aber das ist genau die Ausnahme, wo ich sage, Fonds können Sinn ergeben in Märkten, in denen wir uns gar nicht auskennen, wo wir auch keinen Zugang zu den A-Börsen haben sonst oder nur schwierig. Da bin ich dafür, tatsächlich Fonds zu kaufen, weil ich immer denke, die Fondsmanager in diesem Bereich kennen sich halt aus. Einzelne Aktien, gerade noch, wenn sie dann in den USA gehandelt werden oder so, finde ich immer schwierig. Heißt nicht, dass es nicht funktioniert, sondern es heißt, es ist nicht mein Markt, weil ich es nicht kontrollieren kann, was dort passiert. Ist übrigens gilt das auch für Kryptos, Blockchain, alles Dinge, wo viele sagen, oh, wie kann man denn das nicht handeln? Alle meine Kunden wissen es, ich habe das noch nie gehandelt und ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich das als Trader anfangen sollte. Es gibt einfach Märkte und da halte ich es wie Warren Buffett, was ich nicht verstehe, handle ich nicht. Ja, das Universum der Aktien ist so riesig, da muss man jetzt nicht in China abbiegen. Da findet man immer mit dem Screening das Richtige. Aber ich finde, man kann ja auch wirklich chinesische Aktien handeln. Also ich finde das vollkommen legitim, wenn man sich mit dem Thema auskennt und weiß, wie das funktioniert. Ich habe nur einmal eine Aktie geschortet, das war nicht mal eine chinesische Aktie, ich glaube, es war eine japanische Aktie und ich wollte die wieder eindecken und man konnte die gar nicht wieder zurückkaufen, die Aktie. Und dann hat der Broker, das war damals nicht CapTrader, zu der Zeit, das war noch zur Jahrtausendwende, ich konnte die nicht wieder eindecken und musste dann wirklich extrem viel Geld bezahlen, weil diese Aktie dann in Japan eingedeckt werden musste, umgelagert werden und. Das war für mich so ein Ding, also ganz, ganz schwierig, Aktien, die man hier in Deutschland kauft, chinesische Aktien oder japanische, und wenn man dann short ist, long geht ja meistens noch, findet man ja meistens einen Abnehmer, aber beim Short kann wirklich passieren, dass ihr die Aktie nicht wieder eingedeckt bekommt und dann gibt es einen riesen Trara und man verabschiedet sich von 500 Euro, die man gar nicht loswerden wollte. Ja, die Dagmar hat eine längere Frage. Ich lese mal vor. Ich habe gerade noch keine Shorts, nur ein paar Long-Positionen, um eine neutrale Position einzugehen. Bräuchte ich noch Short-Positionen? Aber du hast eben noch gesagt, keine neuen Shorts im Moment. Wie kann ich mich denn nun marktneutral aufstellen, obwohl ich keine Shorts aufmachen soll? Ja, das ist halt von der Herangehensweise eigentlich eher der umgekehrte Weg, jetzt Longs aufzumachen, um Shorts zu suchen. Einfacher wäre es gewesen in den letzten Wochen, wo es bergab ging. Ich gehe jetzt einfach nochmal auf einem der großen Märkte, nämlich den S&P, als es bergab ging, Short-Positionen zu haben, weil Dagmar weiß ja auch selber, dass man eigentlich, dass hier eine gute Phase war, um Short zu traden. Und jetzt, wo der Markt noch in die neutrale Phase übergegangen ist, hier am 27. dann zusätzlich anfangen, Longs aufzubauen, so wie wir das ja auch bei uns im Screening-Dienst auch besprechen, dass man einfach weiß, okay, es macht einfach Sinn, der Abwärtstrend ist jetzt erst einmal entweder beendet, abgebrochen, wie auch immer, wir befinden uns im neutralen Bereich, für Longs ist noch zu früh, dann hat man im Regelfall Short-Positionen, die ja auch noch laufen und dann baut man einfach, das haben wir jetzt in den letzten 10 Tagen auch gemacht, wir haben vor 2 Wochen 2 Longs dazugenommen, wir haben jetzt diese Woche nochmal 2 Longs dazugenommen und somit haben wir in unserem Portfolio gerade 6 Longs und 6 Shorts. So, und somit haben wir ein ausgeglichenes Verhältnis. Es ist total schwierig, wie du schon sagst, jetzt Short-Aktien zu finden. Was du halt machen kannst, ist natürlich zu gucken, wenn du jetzt Shorts aufbauen willst und sagst, okay, was sind denn so schwache Aktien, die im Moment da sind, wo man drauf gucken könnte. Ich gucke jetzt mal ganz gerade, ne, im deutschen Markt bietet sich da tatsächlich E.ON an, weil ne, die entspricht halt allen Kriterien. Allerdings muss man dazu sagen, was mir nicht so gut gefällt, ist, dass die hier unten x-mal das Tiefs angetestet hat. Also ist kein typischer Short für mich,
weißt du auch, haben wir in der Ausbildung auch drüber gesprochen, würde ich vielleicht nicht so machen. Was gibt es sonst noch? Ja, Allianz ist gerade auf dem Weg nach unten. Da könnte man tatsächlich drüber nachdenken, wenn die Aktie, also entweder hätte man es heute schon gemacht hier unter dem Tief oder hier unter dem Tief gegebenenfalls. Ansonsten gibt es hier tatsächlich im deutschen Markt nicht so wahnsinnig viele Shorts. Fresenius macht auch keinen Sinn, ist auch hier im Auffangbereich. Seht ihr hier ganz gut, ne? Also eigentlich wisst ihr das alles, was ich euch einzeichne. Manchmal achtet man nur nicht so genau drauf. Also so kurz vor solchen Situationen Shorts aufzumachen, ist halt ähnlich wie Geld verbrennen. Hier ist mir die Dynamik nicht stark genug auf der Short-Seite. Also am ehesten wäre ich tatsächlich hier bei Fresenius Medical Care oder bei der Allianz, und so ähnlich könnte man es halt auch für den amerikanischen Markt. Schau dir da einfach 3, 4 Aktien an, die extremst schwach sind, so dass du da die Chance hast. Wie gesagt, ich würde es normalerweise immer erst umgekehrt machen. Also je nachdem, ich komme aus der Short-Phase, dann habe ich halt viele Shorts und baue dann einfach nur Longs mit dazu. Dann hast du nicht diese Problematik. Mario, wollen wir die Leute glücklich machen und hetzen da mal kurz durch alle 30, 40 Sekunden einen Ticker? Was hältst du davon? 30, 40 Sekunden einen Ticker. Kriegst du das hin? Ja, wir gucken mal, wenn ich es schnell genug tippen kann. Dann wäre das T für AT&T. Der Daniel. Ja, Clara Long. Ja, dann NVDA, also Nvidia vom Steffen. Also ich würde sie nicht mehr long, also long gar nicht, und short ist mir eigentlich zu stark. Dann SWK als short. SWK als short, fragt die Dagmar. Das ist Stanley Black & Decker. Ja, also eigentlich, nochmal zurück, sorry. Ja, es ist halt kein klarer Short, weil die Aktie nicht dynamisch genug nach unten ist. Das weißt du auch. Sag mal, dass ich immer auf ganz, ganz schwache Werte schaue. Also das, was gerade bei der Allianz passiert, ist mir eigentlich lieber. Wie gesagt, man könnte sie nehmen, aber ist nicht unbedingt meine erste Wahl. Dann Adidas, also ADS. Ja, würde ich eher Finger von lassen. Die Aktie ist eigentlich nicht mehr schwach genug. Doppelboden ausgebildet, eher neutral. Dann Expo, EXPO, Firma ist Exponent, fragt der Matthias. Ja. Auch Beratungsunternehmen. Das ist manchmal so ein bisschen das Ding, wenn man hier drauf guckt, dann weiß man immer schon, in welchem Bereich das geht, dann muss man immer gucken, will ich das oder will ich das nicht, weil dann sagt man immer schon, bei den Branchen ist es manchmal schwierig, aber davon mal ganz ab, die Aktie hat den kurzen Trend gebrochen und deswegen würde ich die Aktie nicht mehr shorten an dieser Stelle. Dann DTE. DTE. Telekom? Nein, das ist wahrscheinlich die amerikanische. Claudia heißt DTE Energy, Versorger aus Detroit. Ja, hier auch ganz gut zu sehen, die Aktie hat hier ihren Aufwärtstrend verloren. Als sie hier unter die Tiefs gefallen ist, kann man hier ganz gut sehen, der Markt ist hier unter das alte Tief gefallen. Und das ist eben für mich immer der Grund, warum ich eine Aktie dann nicht mehr kaufe. Und warum, sieht man hier halt sehr klar, die Aktie ist halt hier massiv unter Druck geraten. Jetzt könnte man sagen, okay, hier gab es ein Doppeltief hier unten. Der Markt versucht hier wieder hochzukommen. Wenn man hier über das Hoch geht, kann man das machen, ist für mich aber eigentlich nicht stark genug. DISH, 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 also DISH, fragt der Arne als Short, DISH Network Corporation, Fernsehbetreiber, Satellitenfernsehen. Ja, könnte man tatsächlich als Short nutzen. Ich denke, die Aktie hat das größte Potenzial tatsächlich, wenn sie hier unter diesen Tiefsbereich geht. Ich würde eigentlich so zeichnen hier, so unter dieses Doppeltief, was hier ist, so um die 20 Dollar. Wenn die Aktie das nach unten durchbricht, dann denke ich, werden wir sehr schnell 10-15% tiefere Kurse sehen. Dann VZLA. VZLA ist ein Silberminenbetreiber, Wischler ist ein Junior. Fragt der Günther, Long, ja oder nein? Long, also wenn ich die richtige Aktie hier habe, dann schaut ganz, richtige. Ganz viel. Ja, aus ganz vielen Gründen nicht. Die eine ist Long nicht, weil die Aktie keinen Aufwärtstrend aufweist, sondern sich immer noch im Abwärtstrend befindet. Erster Punkt. Zweiter Punkt, schaut mal, was die Aktie kostet.
die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dann irgendwann mal aufwacht und die Aktie von heute auf morgen bei 0 Cent steht, ist sehr groß. Habe ich schon zweimal in meinem Leben erlebt, unter anderem bei Delta Airlines. Also Aktien unter 5 beziehungsweise 10 Dollar kommen mir auf gar keinen Fall in die Tüte. Grund 3 ist, amerikanische Aktie wird im Prinzip nach Stückzahl bezahlt. Das heißt, wenn ich hier für 100.000 Euro kaufen möchte, dann muss ich hier richtig viel Provision bezahlen, was CapTrade, das darf ich gar nicht sagen, sich sehr freut, aber mein Budget leider sehr klein macht und deswegen kann ich mir das nicht leisten, solche Aktien zu kaufen. Es gibt für mich 3 Gründe, warum die Aktie ausfällt. Ja, bei Goldbucks ist das schon, das ist eine Nummer, Wischler. Ne? Die haben eine tolle Mine da in Mexiko, also die Goldbucks finden das schon cool. Dann hätten wir BHP. BHP, der Nikolas fragt danach. Ja. Also Aktien, die solche Gaps jeden Tag haben, handle ich aus Prinzip nicht. Also das hat gar nichts damit zu tun, dass man da keine guten Trades macht, also auch bei der Aktie davor, ne, um das nochmal klar zu sagen. Das ist rein technisch und mich interessiert auch nicht, was Geschäftsmodell, was hinter einer Aktie steht. Wir machen im Screening-Prozess sogar, wenn wir es mit Kunden machen, so. Also wir wollen gar nicht wissen, was dahinter steht. Also immer, wenn Aktien mit Gaps da sind, fasse ich die auf gar keinen Fall an, egal wie geil der Chart ist. Dann der Rost, also wie du einfach schreibst, Deutsch Rost, dahinter verwirkt sich Rostors. Discounter, Ketten von Discounter, fragt der Thomas. Vor Weihnachten Short, fragt er. Ja, vor Weihnachten Short. Also ist eigentlich total super, die Aktie, weil wir hatten die auch schon bei uns gehabt. Das seht ihr schon an der Zeichnung hier. Wir haben gesagt, wenn die Aktie hier durchbricht, wollen wir Short gehen. Dann kam es zu diesem riesen Gap, was eben passiert, wenn man mit Stop-Loss arbeitet und nicht mit Stop-Limit arbeitet. Hier haben wir dann tatsächlich, also ich nicht selber, aber ein Kunde von mir hat hier nach dieser Umkehr genau die Position auch gehandelt, weil wir wollten, dass der Markt genau in diese Richtung hier zurückläuft. Und wir haben es auch thematisiert, ich glaube sogar im Screening-Dienst. Und jetzt ist eigentlich der ideale Zeitpunkt hier, die Aktie auf der Short-Seite anzufassen. Man kann es jetzt auch nochmal, wenn die Aktie Richtung 85 Dollar geht, auch nochmal als Short probieren. Wäre auch was, was ich auf jeden Fall dann machen würde, wenn ich nicht eine Short-Position hätte, so weil wir ja 6 Shorts und 6 Longs haben. Aber das ist genau das. Ne? Aktie läuft hier rein in diesem Bereich, es kommt eine Umkehr, zack, weiß nach oben, Umkehrkerze, nochmal eine schwarze hinterher und dann einfach unter dem Tief den Short und oben drüber den Stop. Fertig, aus ist die Geschichte. HLAG, also Hapag-Lloyd, die sind heute unter die Räder gekommen und da fragt der Thorsten, ist das noch eine Korrektur oder ein starker Abverkauf? HLAG. HLAG. Genau, HLAG. Über 8%, ne? Ja, also Hapag-Lloyd ist ja extremst gut gelaufen. Das darf man halt nicht vergessen. Wir haben die Aktie in den ersten Januartagen empfohlen. Da war die Aktie noch bei 250. Die hat sich fast verdoppelt gehabt in dieser Zeit. Eigentlich, wenn man Trader ist, was ich ja bin, dann ist man eben spätestens hier an dieser Stelle draußen. Das war bei 390, weil das der tiefste Punkt der letzten Korrektur war. Das heißt, man ist bei 250 eingestiegen, ist bei 390 raus, hat 50% mitgenommen, sagt vielen Dank. Weil das Geschäftsmodell von Hapag-Lloyd ist halt cool, weil wir sind halt im Frachtbereich unterwegs, die Frachtraten sind extrem hoch, man kann halt viel Geld damit verdienen. Jetzt ist die Aktie in einer doch sehr deutlichen Korrektur, mir persönlich viel, viel zu groß. Das heißt also, ich würde hier keine neuen Positionen aufmachen. Da schließt sich im Prinzip wieder der Kreis zu dem, wo wir am Anfang waren. Ihr müsst euch vorher überlegen, in solche Aktien einzusteigen. Ich sag mal, hier war es wirklich, als wir Anfang Januar das Ganze thematisiert hatten, da hatten wir einen kurzen Abwärtstrend. Der Markt hat sich dann nach oben entwickelt, unabhängig davon, ob man jetzt hier unten reingekommen ist oder hier spätestens hier bei 290. Dann sind es immer noch, ja, 100 Euro oder 25% Rendite, die man dann mal einfach so mitnimmt in einem solchen Unternehmen. Jetzt würde ich mich eher davon fernhalten. Ja, und wir möchten ja respektvoll mit deiner Zeit umgehen, Mario. Wie viel haben wir denn noch? Wir haben schon 19.03 Uhr. Ja, von mir aus lass uns doch noch 3 Aktien uns anschauen, weil da müsste ich mich nämlich vorbereiten für 19.30 Uhr, weil wir dann das Infowebinar zur Trader-Ausbildung haben. Okay, dann ein Klassiker BNTX, also BioNTech. BNTX. Von der Sabine. Ja, im Prinzip eine Aktie, die wo wahrscheinlich ganz viele Trader extremst viel Geld verdient haben in 2020. So, denn das, was wir hier gesehen haben, ist so typisch. Die Aktie ist einfach vielfacher. Da haben alle
extrem viel Geld gewonnen. Dann ist im Prinzip das passiert, was halt immer passiert. Sie ist halt hier unter die Tiefs gefallen. Und dann ist halt Schluss gewesen. Der Markt hat es dann nochmal versucht draufzulaufen, ist jetzt runter. Das, was wir hier bis hierhin gezeichnet haben, das sieht man eigentlich, es hat sich hier eigentlich weiter fortgesetzt. Also das hier ist scheint der Auffangbereich der Aktie zu sein. Ich selber habe auch BioNTech-Aktien als Investor. Als Trader ist mir das Ganze zu früh. Habt ihr euch schon fast gedacht, weil wir einfach noch keinen sauberen Trend nach oben haben. Ist mir also alles noch viel zu früh. Als Trader möchte ich, als Investor möchte ich natürlich gerade in diesen Bereichen hier einkaufen. Auch wenn es dann noch weiter nach unten geht, dann kaufe ich halt weiter. Das ist mir dann egal. Aber nach oben, wenn ich jetzt als Trader agiere, ist es mir zu früh, weil es einfach bessere Aktien als Trader gibt. Ist noch jemand da? Sorry, ich habe mit mir selbst geredet. Ich habe das Mikro ausgehabt. Der Alles Konrad, gut. Sorry. SQ, also Siegfried Qualle. Das ist Block Incorporated. Da fragt der Konrad. Ich besitze schon seit einiger Zeit Block, bin im Minus. Soll ich weiter warten, bis die Aktie möglicherweise weiter steigt oder jetzt verkaufen? Also ich habe halt auch keine Glaskugel. Und ich finde es halt immer schwierig, wenn man in einer solchen Aktie drin ist als Trader, dann zu sagen, na ja, das wird schon nach oben gehen, weil die Aktie ist halt nun mal ganz, ganz klar in einem sauberen Abwärtstrend. So, und beißt die Maus keinen Faden ab. Entlastung wirst du in der Aktie erst sehen, tatsächlich, wenn die hier oben über diesen Bereich hinweggeht, also über das Hoch und die 200-Tage-Linie, der was fast identisch bei 149 Grad ist. Das ist noch meilenweit entfernt. Jetzt kannst du natürlich sagen, bis dahin kann ich noch so viel Geld verdienen. Ja, kannst du. Es kann aber auch genauso gut weiter nach unten gehen. Ich kann das Unternehmen nicht einschätzen. Ich gucke mir fundamental eigentlich nie Aktien wirklich an. Ich weiß nur, ich möchte solche Werte eigentlich nicht im Portfolio haben. Und dadurch, dass ich konsequent mit Stops arbeite, wie die meisten unserer Kunden auch, ist es eben nicht so geil, solche Aktien zu besitzen. Wir haben das ja auch schon oft gemacht, dass wir auch gesagt haben, es macht halt keinen Sinn. Also wenn ich eine Position habe, die unterm Stop fällt, verkaufe ich sie halt wirklich immer, egal wie groß sie ist, weil ich das emotional nicht aushalte. Das ist eben auch Teil der Ausbildung, dass man immer weiß, okay, das muss man tun, ne? Ich habe inzwischen deine Chatnachricht erhalten und mit allen geteilt. Das heißt, 19:30, da kann man direkt mit Mario weitermachen, einer kleinen Pinkel- und Esspause. Und bevor wir dann Schluss machen, noch ein letzter Wert, und zwar der Thomas, der möchte mit Eric Sprott, dem Milliardär aus Kanada, investieren in URNM, Udo Richard Norbert Martha. Ist ein schöner ETF mit Uraniumwerten. Ja, auch hier ahnt ihr schon, in welche Richtung meine Argumentationskette geht. Wir haben hier in der Aktie noch keinen Aufwärtstrend. Der kann aber bald entstehen. Das heißt, wir sehen ja ganz gut, dass hier das letzte Hoch liegt von der Aktie. Das heißt, so irgendwo im Bereich von 78. Das müssen wir halt rausnehmen. Das ist technisch gesehen extremst wichtig. Wenn das dann passiert ist, dann besteht auch die Chance, dass die Aktie relativ schnell Richtung 90, 94 wieder hochläuft. Aber das ist erstmal so die Hürde, die die Aktie nehmen muss. Also von daher, ja, ist mir im Moment noch ein bisschen zu früh, aber das kann ja sein, dass das morgen schon passiert. Ja, damit wären wir schon am Ende. Das hat wieder wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir hätten noch, also ich habe noch hier Werte für, ich würde mal sagen, eine Stunde mindestens. Ja, also dann können wir nur sagen, der nächste Wochenausblick, weiß gar nicht, ob der jetzt, wo der ist, ich glaube, bei uns ist er das nächste Mal wieder, findet ihr tatsächlich auch bei mir auf der Website, ich bringe das mal hier gerade rein, wenn ihr auf Lüdemann Investments geht und dann auf Aktuelles, dort findet ihr immer die aktuellen Webinare, jetzt gleich im Anschluss 90 Tage Trader-Ausbildung oder auch der große Marktausblick am 11.8. Warum erst am 11.8.? Habt einen Job, der es mir wirklich ermöglicht, sehr viel Spaß zu haben beim Traden, auch beim Investieren, aber eben auch, der es mir erlaubt, viel Urlaub zu machen. Und das fängt bei mir in 14 Tagen tatsächlich an mit Österreich. Dann geht's weiter über Fuerteventura, was ja viele wissen, meine Lieblingsinsel. Dann komme ich für 2 Wochen kurz nach Hause. Hier großer Marktausblick, bevor es dann weitergeht über eine deutsche schöne Sonneninsel hin nach New York und dann ab September geht's wieder richtig rund. Also das ist so die Vorteile als Trader und das ist auch mal so das Ziel, was auch eigentlich dahinter stehen muss, vielleicht so als Abschlusssatz vielleicht.
Ich habe angefangen, das Traden wegen des Geldes. Das war 1996, 97, 98, irgendwann, als ich dann gemerkt habe, okay, das Geld kommt, dann braucht man am Ende des Tages, um sich zu motivieren, andere Dinge. Und wenn ihr selber überlegt, ihr wollt Trader werden, Investor werden, überlegt euch wirklich, was ist eigentlich der Grund, warum ihr das machen wollt. Weil Geld alleine ist wirklich keine Motivation, zumindest nicht lange. Es gibt ganz viele Studien, ab 6.000 Euro sind wir eigentlich über Geld nicht mehr zu motivieren oder nur noch bedingt. Es muss also etwas anderes sein. Für mich ist es tatsächlich ein gemischtes Leben. Ich kann nicht ohne Arbeit. Das habe ich mal probiert, 6 Wochen, das funktioniert nicht. Dann gucke ich zwar 6 Wochen Netflix und Sky und das war's. Das ist auch super, aber nach 6 Wochen muss ich auch wieder was tun. Aber ich muss auch nicht 40 Stunden arbeiten. Also das ist dann auch wieder totaler Blödsinn. Also so ein Zwischending ist halt cool, viel reisen, viel von der Welt sehen. Und das ist für mich der Antrieb, diese Dinge zu machen, auch hier diese kostenfreien Webinare, die wir mit euch hier machen, um wirklich viele Dinge zu besprechen. Deswegen sucht euch einen Grund, warum ihr das wirklich macht, der euch wirklich stimmt. Also ne, Geld ist halt nur ganz kurzfristig was. Und wenn ihr sagt, ja, da habt ihr Bock drauf und wollt es lernen, dann freue ich mich, wenn ihr gleich auch mit dabei seid. Ansonsten, wenn ihr euch selber da reinknien wollt, ist es auch vollkommen in Ordnung. Ich habe das auch über 2 Jahre gelernt, wie es funktioniert. Also es ist halt wirklich cool. Und das Schöne ist, man kann halt viele Sachen machen, weil traden kann man von überall auf dieser Welt. Und damit sage ich erstmal vielen Dank für die Einladung und freue mich, wenn ihr beim großen Marktausblick im August bei mir dabei seid. Ich glaube, bei euch geht es im September dann, glaube ich, weiter, oder? Ja, vielen Dank, Mario. Das war wieder toll, dass du mal vorbeigeschaut hast. Ja, das ist leider die Krux, ne? Du verdienst so viel Geld, dann kommst du nicht mehr so oft vorbei. Ja, also ich sag mal so, also mein Arzt sagt mir, ich sollte am besten gar nicht arbeiten. Das liegt einfach daran, ich will da gar nicht reingehen mit Rücken und so. Das ist einfach das Ding. Sitzen ist halt nicht so geil, wenn man Bandscheibenvorfall hat. Aber ich mag das einfach auch. Und deswegen machen wir das ja auch mit den Webinaren, weil es einfach total cool ist. Ich freue mich über eure Fragen. Ich hoffe, ihr lernt auch immer ein bisschen was daraus, dass es nicht nur darum geht, eine einzelne Situation zu besprechen, sondern dass es vor allen Dingen darum geht, ein Gefühl dafür zu bekommen, wann man was in einem Markt machen soll. Weil am Ende geht es doch darum, dass wir alle viel Geld in diesem Markt verdienen können. Also es liegt ja an uns selber, ob wir Winning Player in diesem Markt sind oder zu den anderen gehören. So, und das Ziel sollte eigentlich von jedem sein, Winning Player in diesem Markt zu werden. Das bedarf allerdings auch, dass man eine gewisse Zeit sich richtig reinkniet in dieses Thema und seine Emotionen im Griff hat. Das ist noch so, wo man sagen muss, okay, das ist der Pferdefuß mit den Emotionen, aber da kommen wir dann gleich um 19.30 Uhr noch drauf. Sag erstmal vielen Dank, wünsche euch eine schöne Zeit, einen tollen Urlaub und den einen oder anderen sehe ich vielleicht gleich noch. Grüße von allen, der Arno, gute Besserung. Der Oliver sagt Stehpult gegen Rückenschmerzen, ansonsten danke, tschüss. Danke, danke von der Friederike, von Iris. Also, bis demnächst, Mario. Alles gut, macht's, bis dahin. Ciao.